Hallo Vicky, das ist das Levo von Levo. Es ist hier in der Version 2.56 vorliegend. Es ist ein passives Exoskelett, das auf einer Gasdruckfeder basiert. Die Gasdruckfeder ist hier, nennt sich Smart Joint vom Hersteller und die Kraft wird zwischen Oberschenkel und Brustplatte übertragen. Die Größenverstellung an diesem Exoskelett wird über die Strukturen gemacht. Die kann ich austauschen, indem ich hier an der Seite diese Knöpfe drücke. Oder hier unten am Smart Joint den Knopf drücke und die Struktur entferne. Ich sehe dann, dass die Struktur zweierlei beschriftet ist. Zum einen ist die Links-Rechts-Angabe drauf, eine Seriennummer und dann mit dem Datum das Verfalldatum. Das ist das Datum, an dem die Strukturen ausgetauscht werden sollen. Macht sich einfach fest an Belastungen und Biegungen, die auf diese Struktur kommen. Die Strukturen kommen in vier verschiedenen Größen, die sich durch Farben unterscheiden: Gelb, Orange, Blau und Grün. Es ist ein Dunkelblau und ein Dunkelgrün. Allen gemein ist die Beschriftung eben mit links bzw. hier rechts, die Seriennummer, und das Verfalldatum. Ich entscheide mich jetzt für die orange Größe. Zur Montage hat sich's für mich bewährt, zuerst mit dem unteren Teil für das Smart Joint zu beginnen. Ich habe hier drei Rillen, Einfräsungen drin, die sich um ein Drittel von diesem Durchmesser begeben. Daran wird das, ja, diese Struktur flexibel befestigt. Das heißt, sie kann sich ein bisschen drehen. Ich neige immer dazu, zuerst den Knopf zu drücken und mit dem gedrückten Knopf einzufädeln. Das ist aber die kompliziertere Methode. Besser ist es, die Fräsung zu nehmen, zu diesem Drückknopf hinzubewegen, einzufädeln und wenn das Ding drin ist, den Knopf zu drücken und in der Höhe 1, 2 oder Höhe 3 zu befestigen. Gleiches mache ich auf der anderen Seite. Drücke den Knopf und befestige hier direkt unten und stelle jetzt fest, dass ich seitenverkehrt montiert habe. Das ist die rechte Seite. So, nochmal mit der linken Seite. Die linke Seite ist immer aus Trägerperspektive. Hier ist die linke Seite, die linke Beschriftung und ich kann sie von mir als Träger auslesen. Die Fräsungen zeigen zu diesem Druckknopf hin. Ich fädel ein, drücke den Knopf und schiebe dann komplett rein oder auf die jeweilige Länge 1, 2 oder 3 oder andersrum. Das gleiche auch nochmal von der anderen Seite. Unten ist der Knopf, hier sind die Fräsungen. Ich fädel ein, 1, 2, 3 und habe jetzt oben die Anbindung an das Brustpad. Bei der Anbindung ans Brustpad schaue ich, dass diese beiden Knöpfe seitlich rausdrehen. Wenn ich mir das Teil anschaue, dann kann ich diese Aufnahme einmal komplett schwenken um 180 Grad und es könnte zu Verwirrungen führen, weil komplett nach unten gedreht habe ich hier eine zweite Einführungsmündung. Die hatte ich in der Praxis tatsächlich aber noch nie verwechselt. Ich nehme dieses Gestänge, führe es zuerst in die Öffnung ein, drücke dann den Knopf und habe dann zwei Möglichkeiten einzustellen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Ich führe ein und drücke erst dann den Knopf und habe eins, zwei Möglichkeiten einzustellen. Die Einstellung verwende ich dann, wenn ich Probleme mit dem Gestänge habe. Wenn mir das Gestänge auf meiner Brust reibt, wenn ich mich bewege, wenn ich da anstoße, dann kann ich weiterstellen. Ja, in diesen zwei Stufen. Das mache ich immer seitensymmetrisch, damit ich meinen Körper nicht ungesund belaste. Ich kann aber auch eine deutlich größere oder die nächstgrößere Struktur nehmen und habe da dann auch mehr Ausladung zur Seite. Mehr ist aber nicht immer gut. Auf der Gegenseite bewege ich meinen Arm, meinen Oberarm, meinen Unterarm. Falls ich hier anstoße und innen drin aber noch Platz habe, dann kann ich eben
an dieser Brustanbindung nochmal nach innen verstellen. Die Längenverstellung, die wirkt sich auf die Höhe des Brustpads aus. Und auch hier kann ich unterschiedliche Gestänge nehmen, die dann entsprechend länger sind. Wenn mir das Brustpad zu sehr auf den Bauch oder Solarplexus drückt, dann kann ich es nach oben stellen. Ich drücke den Knopf und fahre dann. Das ist die dritte Position, 2, 1, die Position nach oben. Andererseits, falls ich hier mit dem Kehlkopf oder mit dem Hals gegen das Brustpad stoße, fahre ich die Stange wieder ein oder nehme eben die kürzere Stange. Das Brustpad öffne ich durch einen beherzten Zug. Und schiebe es wieder zusammen. Am besten geht es, wenn ich es vor mir halte. Ich greife am Brustpad an diesen Riffelungen, folge den Pfeilen und ziehe es auseinander. Und schiebe es, wenn ich es angezogen habe, wieder zusammen. Ich muss keine Knöpfe drücken, ich muss nur ruckartigen Zug aufbauen. Das Brustpad ist aufgebaut aus einer Metallplatte. Da drauf geklettert ist ein Gelkissen. Und das Gelkissen misst in der Länge 13 cm an Innenkante, 15 an dieser Stelle, das hier sind 5 cm, hier habe ich 7 cm, in der Breite sind es 8 cm, in der Mitte 11 und an der breitesten Stelle 17 cm. Es gibt Gurte, die hier dran befestigt sind, die sind fest vernäht hier oben, wenn ich das richtig erinnere, ja, die sind fest vernäht. Die Schulterträger führen zu einer Rückenplatte. Wenn die zu weit oben sitzt, ist sie im Nacken drin, was unbequem ist. Zu weit unten können die Schulterträger von der Schulter runterrutschen. Ich stelle sie für mich immer so ein, dass sie zwischen den Schulterblättern liegt. Das muss ich einmal am Anfang machen. Hier kann ich auch einfach abschätzen, ne? Wie viel brauche ich? 20 cm bis oben auf die Schulter, dann nochmal 20 cm nach unten. Und kann jetzt sagen, okay, ich fädel das Band einfach nochmal ein bisschen nach unten. Ziehe das eine Ende raus und ziehe es am anderen Ende wieder hoch und achte dann darauf, dass es einigermaßen symmetrisch ist. Das heißt, das obere Band ziehe ich jetzt wieder ein bisschen zurück, dass ich keine Ungleichbelastung am Rücken habe. Man kann es auch zu zweit machen, macht es aber auch nicht leichter. Ich nehme es für mich einfach runter, wenn ich das anpassen muss. Das mache ich einmal im Leben oder muss irgendwann mal nachjustieren, wenn ich das nicht gemeinsam mit anderen Leuten nutze. Nach unten sind Bänder an den Hüftgurt, das ist eine Metallplatte festgemacht. Die kann ich auch entnehmen über diese Schnecke. Falls da mal ein Verdreher drin ist. So, läuft komplett gerade nach unten. Zum Einfädeln nehme ich es, fädel es nach hinten und gucke dann, dass die erste Öffnung, dass das Band oben komplett läuft, dann kann es auch nicht mehr nach unten gehen. Jetzt laufen für mich beide sauber. Und den habe ich jetzt natürlich falsch rum eingehängt. Zum Entfernen nehme ich das Band, stauche es ein bisschen, dass es in den Auswahlkanal geht. Ne, die ist schon richtig. Die Schlinge muss nach außen sein. Zum Einfädeln ziehe ich es einfach in den Kanal, stauche es wieder ein bisschen, dass es oben rutschen kann. Und dann ist das Ganze fest. Ja, hier habe ich eine Klemme mit Zähnen drin, mit der ich bis zum Kreuz nach oben ziehen kann. Muss unten wieder dagegen pendeln, das darf ich nicht vergessen. Oder dann eben lockern, auch hier muss ich wieder gegenziehen. Und stelle für mich die Länge so ein, dass die Hüftgurte auf der Hüfte pendeln. Seitlich am Gurt habe ich Hüftpolster. Das ist ein relativ fester, offenporiger Schaum. Hier oben ist er doppellagig, unten ist er einlagig.
Das kommt bei mir hin und wieder vor, dass sich der verliert. Dann sitzt das Ganze schief auf den Gurten drauf. Runtergefallen ist er noch nie, weil er hier hinten mit den Druckknöpfen festgemacht ist. Und ich schaue einfach vorm Anziehen, dass der passt. In der Regel fällt es mir immer erst dann auf, wenn ich das schon anhab und den Hüftgurt zuziehe. Und dann ziehe ich es einfach nochmal kurz aus und verändere das Ganze. Dauert ja nicht lange. Ich habe auf der einen Seite die Gurte fest befestigt. Auch hier sind die Druckköpfe gerade locker. Und auf der anderen Seite habe ich eine Einstellschnalle, mit der ich mir die Gurte anpassen kann, in der Breite, so dass mir das Exoskelett auch gut passt. Für mich hat sich bewährt, das Exoskelett zuerst anzuziehen. Ich verschließe es oben an der Brust und habe dann die beiden Beinanbindungen und die Hüfte. Und ich nehme zuerst die Hüfte. Und verschließe den Gurt locker so, dass diese Smart Joints senkrecht stehen. Das heißt in der Achse, in der meine Bewegung auch abläuft. Wenn ich das so eingestellt habe, dann habe ich eine Gegenkraft und gehe dann auf die Rückseite. Im Stehen ist das leichter. Hier muss ich das Ganze nochmal drehen. Und kann jetzt sagen, mit dem, wie es vorn am Gurt eingestellt ist, muss ich hinten jetzt die Gegenkraft aufbauen, dass diese Smart Joints eben nicht schräg stehen und ziehe so lange ran, bis die Smart Joints parallel zueinander stehen. Das mache ich oben über der Hüfte und unten unterhalb des Gesäßes und ziehe dann wieder im vorderen Bereich nach, so ich das dann noch brauche, ja, dass die Smart Joints richtig stehen. Jetzt sollte mein Hüftbereich komplett in diesem Gurt drin, ja, montiert sein. Ich verschließe noch mal die Hüftpolster. Ich habe es komplett montiert. Jetzt gehe ich auf die Arbeitssicherheit und gucke, dass ich mich nicht verletzen kann und rolle hierzu diese Bänder auf. Die brauche ich nicht mehr. Mit dem Gummizug kann ich das Ganze stabilisieren. Und lasse dann diese Rolle hier in der Nähe dieses Zuges ihr Dasein fristen. Mit dieser Vorkonfiguration, das heißt die richtig eingeschnallten Schnallen auf der Rückseite, die richtig eingeschnallte Schnalle an der Vorderseite und die korrekten Gestänge, kann ich das Exoskelett anziehen, indem ich die Brust- oder die Hüftschnalle öffne, das Exoskelett einmal an der Brust auseinanderziehe und dann wie eine Jacke anziehe, vorn verschließe und hinten nochmal verschließe. Wenn ich keine Unterstützung möchte, dann kann ich das Exoskelett deaktivieren. Das ist hier schon geschehen. Aktuell federt dieser Smart Joint kaum. Ich baue kaum Gegenkraft auf. Wenn ich den Hebel nach unten stelle, dann brauche ich richtig Kraft und er federt auch mit Kraft zurück. Das muss ich natürlich seitengleich machen. Es kann sein, dass also geöffnet werden kann und deaktiviert werden kann das Exoskelett immer. Aber wenn ich ein bisschen Vorspannung habe, dann geht der Hebel nicht nach unten, der blockiert. Das heißt, ich drücke entweder einmal unten auf meinen Oberschenkel drauf oder ich drücke oben einmal auf meine Brust drauf und dann geht es. Manchmal reicht es auch, wenn ich mich einfach nur aufrecht hinstehe. Dann kann ich das aktivieren oder deaktivieren. Das zweite Element, was wir hier sehen, ist hier ein kleiner Hebel und mit dem kann ich diese Gradeinteilung verteilen. 0 Grad, hier, 5 Grad, 10, 15, 20, 25, 30 und 35. Was macht das Ganze?
Das verändert den Winkel zwischen Brustpad und Oberschenkelanbindung. Das heißt, wenn ich weiter nach vorn gebückt bin, wenn ich einen größeren Brustkorb habe, dann würde auf der 0-Grad-Stellung, dann würde auf der 0-Grad-Stellung das Brustpad ständig gegen meine Brust drücken und die Oberschenkelplatte ständig gegen meinen Oberschenkel. Ich wäre in einer ständigen Spannung oder müsste mich extrem nach hinten lehnen, um überhaupt hier zu deaktivieren. Und hier kann ich den Schmarren hier an diesem kleinen Hebel, kann ich den Abstand eben so einstellen, dass die Brustplatte bei einem normalen aufrechten Gang nur ganz locker an der Brust anliegt, aber nicht gegen die Brust drückt. Da erspare ich mir Schwitzen und ich erspare mir irgendwelche Druck- und Reibestellen. Das Ganze sollte auf beiden Seiten symmetrisch sein. Ich mache es jetzt auf die größte Einstellung auf 35. Und mit der korrekten, für mich korrekten Einstellung kann ich dann vernünftig arbeiten. Hier am Hüftgurt haben wir eine Metallplatte, den Aufkleber mit dem QR-Code haben wir selber drauf gemacht, um die Bedienungsanleitung immer greifbar zu machen. Der Smart Joint ist auch eine Metallstruktur, hier geht es noch mit Metall weiter und die Beinanbindung ist aus Kunststoff. Ja, die Gurte hier, die sind aus einem Material, wie wir sie vom Auto kennen, als Sicherheitsgurt. Das ist eine Metallplatte und hier oben die Brustpads sind auch aus Metall. An der Innenseite des Smart Joints steht das Produktionsjahr und die Version des Exoskeletts. Und dann geht es nur noch darum, die Größen und den Verstellbereich zu messen. Der größtmögliche Bauchumfang liegt bei dem Levo in der Version 256. Bei etwa 1,35 m. Der minimale Einstellbereich ist nicht unbedingt sinnvoll zu messen, weil ich in dieser Konfiguration die Beine nicht mehr bewegen kann, wenn ich hier verschlossen habe. Der Vollständigkeit halber messe ich es aber dennoch. Das sind 64, 65 cm. Und für eine sinnvolle Länge muss ich auf jeden Fall die Beine bewegen können. So, das könnte jetzt ein kleinstmöglicher Bereich sein. Und hier messe ich jetzt 93 cm. Die spannende Frage ist, welche Strukturen ich für mich nehme. Und wenn ich so eine Struktur an mich halte, dann bin ich hier ungefähr auf Länge des Sternums und hier auf Länge der Hüfte. Das heißt, das kann ich mit einem Maßband auch nachmessen. Bei der orangen Struktur sind es 43 cm. Bei der gelben Struktur bin ich bei 40 cm. Die blaue Struktur sind 47 cm und die grüne Struktur sind 50 cm. Zur Lagerung verschließe ich das Brustpad oben und hänge dann das Exoskelett über zwei Gurte. Dann ist es
schön ordentlich und ich krieg's beim nächsten Mal wieder genauso, wie ich es brauche. Wie immer gilt, Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.